Herzlich willkommen zu Yoga Mare, Yoga mit Maren am Meer. Ich bin Maren Schulz, Yogalehrerin und Körpertherapeutin hier an der Nordsee auf Sylt. Und ich freue mich, dich mitnehmen zu können auf eine Yoga-Reise in den nächsten Folgen. Hast du die Möglichkeit, Yoga kennenzulernen, deine Praxis zu erweitern, zu vertiefen, wenn du schon Yoga übst und einfach direkt mitzumachen. Und wir beginnen in der ersten Folge sitzend auf einem Stuhl. Du brauchst noch nicht mal bequeme Kleidung, du kannst wirklich direkt loslegen. Es kann auch ein Hocker sein, ein Sofa, auf dem du sitzt. Wenn du die Möglichkeit hast, einen Stuhl mit Lehne zu finden, ist es ganz gut, weil wir zwei Übungen auch mit der Lehne machen. Komme an deinen vorderen Rand deines Sitzes und stelle deine Füße, deine Knie schulterweit, dass du so einen stabilen Sitz hast, in dem du deine Wirbelsäule gut aufrichten kannst. Werden die Wirbelsäule ganz besonders im Fokus haben, jetzt heute in der ersten und auch in der zweiten Folge. Und wie in den meisten Yoga-Einheiten zu Beginn, lade ich dich ein, die Augen zu schließen. Dass du einen Moment nach innen kehrst. Und dazu lege deine linke Hand auf dein Brustbein, so auf dein Herz. Und deine rechte Hand auf deinen Unterbauch. Und dann spüre deinen Atem. Nimm wahr, dass du atmest. Nimm wahr, wie der Atem kommt und geht. Erstmal in seinem ganz natürlichen Sein. Dass du einfach dein Atemgeschehen beobachtest. Und dann lässt du die Atemzüge länger und tiefer werden. Kommst du in die volle Yoga-Atmung, die Verbindung von Bauch- und Brustkorbatmung. Das heißt, wenn du einatmest, spürst du, wie sich die Bauchdecke nach vorn bewegt und dann der Brustkorb füllt und weitet. Wenn du ausatmest, geht der Bauch zurück nach innen und der Brustkorb senkt sich wieder. Ein, Bauch und Brustkorb weiten und heben. Aus, leeren und zentrieren. Wunderbar. Spürst du die Wärme deiner Hände auf deinem Körper. Und freue dich, dass du dir Zeit nimmst für dich und deine Yoga-Praxis. Lass dann die Hände sich langsam vom Körper lösen und leg sie auf den Beinen ab, mit den Handflächen nach oben gewendet, in dieser geöffneten Position. Von hier bring die Hände nach außen in eine schöpfende Bewegung, heb die Hände nach oben und lass sie dann vor dem Herzen zusammenkommen in Anjali Mudra, in der Großhaltung. Von hier sinken die Hände wieder nach unten in den Schoß. Du öffnest sie nach außen zu den Seiten, atmest ein. Zentrierend zur Mitte, atme aus und wiederhole das dreimal, diese Bewegung, Verbindung mit dem Atem. Diese herzförmige Bewegung vor deinem Herzen. Schöpfende Bewegung, Himmel und Erde verbindend und das Zentrierende, wenn du ausatmest. Nach dem nächsten Mal lasse dann deine Hände vor deinem Herzen in Anjali Mudra und lehne deine Daumen an dein Brustbein an.
Und ich lade dich ein, mitzusingen bei drei Ohms, dem Urmantra, dem wir die Einheit einklingen lassen. Dazu atme aus und ein. Strecke deine Arme nach oben, atme ein und öffne sie zu den Seiten ganz weit, atme aus. Ein durch die Mitte, streck dich nach oben, blicke deinen Händen hinterher und ausatmend öffne dich ganz weit zur Seite. Machen wir noch ein drittes Mal diesen vollen großen Atemarmkreis. Und dann wechsel die Bewegungsrichtung. Heb jetzt über die Seiten die Arme an, wenn du einatmest. Und bring sie zentrierend vor dein Herz mit der Ausatmung. Lass die Wirbelsäulenbewegung dabei immer größer werden, dass du weiter in eine Rückbeuge kommst mit der Einatmung. Und in eine kleine Vorbeuge, lass dein Kinn nach vorn sinken mit der Ausatmung. Noch ein letztes Mal so. Schultern ganz weich und entspannt. Sehr gut. Dann öffne die Arme zur Seite wie zwei Flügel. Atme ein für die Seitbeuge. Komme ausatmend zur linken Seite. Ich bin sozusagen dein Spiegel. Einatmen kommst du zur Mitte. Und zur zweiten Seite atme aus. Geh noch hier zweimal mehr zu jeder Seite. Mitte ein. Blick nach unten über die Ausatmung, Mitte ein und zur zweiten Seite aus. Diesmal lass den Blick oben an der oberen Hand mit der Ausatmung. Und dann wechselt der Blick zur zweiten Seite. Sehr gut. Komm wieder zur Mitte. Rutsche ein Stück nach rechts auf deinem Stuhl, um deine linke Hand aufzusetzen. Rechter Arm fließt nach oben. Du atmest ein. Lass hier das Schulterblatt einmal ganz hoch kommen. Streck dich so ganz lang. Und dann lass dein rechtes Schulterblatt wieder nach unten sinken. Und dort bleibt es, wenn du dich noch mal zur Seite neigst. Also die Schulterblätter wegrotieren von den Ohren. Und dann heb deinen Blick und dein Herz nach oben. Mit deiner stützenden linken Hand hab Kraft, sodass du deinen gegenüberliegenden rechten Sitzbeinhöcker wieder verankerst auf dem Sitz. Dass dein Becken als Basis ganz mittig bleibt, dass die Seite nicht nach oben kommt. Gut. Und dann einatmen, kreis den Arm nach hinten weiter und komm wieder zur Mitte zurück. Jetzt spür einen Moment nach, bevor du zur zweiten Seite gehst. Wie fühlt sich die rechte Seite an, die jetzt so gestreckt, geöffnet, gedehnt wurde im Vergleich zu deiner linken Seite? Dann komme zur zweiten Seite. Rutsche ein Stück nach links auf deinem Stuhl. Stütze deine rechte Hand auf. Einatmend heb hier deinen linken Arm. Und zieh auch hier nochmal die Schulter ganz hoch. Stretch ab. Und dann lass ausatmend das Schulterblatt wieder herunter sinken. Und dort bleibt es für die Seitbeuge. Deine stützende rechte Hand hat wieder Kraft, um den gegenüberliegende Beckenhälfte nach unten zu verankern. Und dann atme in diese offene linke Seite tief ein.
Roll die Schulter noch tiefer, komm vielleicht ein Stück weiter mit der Ausatmung. Und dann kreis den Arm nach hinten, atme ein. Richte dich wieder auf, zur Mitte zurück. Und spür einen Moment nach, wie sich jetzt beide Seiten anfühlen. So, gestreckt, gedehnt, belebt. Wir hatten schon drei Wirbelsäulenbewegungen, nämlich die Streckung und dieses etwas Einsinken und die Seitbeugen. Jetzt vertiefen wir die Rückbeuge und die Vorbeuge. Und dazu atme ein und strecke Wirbel für Wirbel, heb so dein Herz und den Blick. Mit einer Ausatmung rolle hinter deine Sitzbeine und runde den Rücken. Das Kinn sinkt zum Brustbein. Einatmen, Wirbel um Wirbel von unten nach oben. Strecke dich wieder. Lass die Schulterblätter tief. Achtung hier, nicht die Schulter crunchen oder den Kopf nach hinten werfen, sondern ganz geführte, lange Linie. Und ausatmen, rund werden. Einatmen, komm dann zur Mitte. Jetzt rollen wir den ganzen Weg nach unten. Du lässt ausatmen, dein Kinn zum Brustbein sinken. Und Wirbel für Wirbel roll dich von oben nach unten über die Beine nach vorne. Lass dir komplett den Kopf und die Schulter hängen. Dass der ganze Rücken sich dehnt und öffnet. Und sinke ausatmend vielleicht ein Stück tiefer über die Beine. Zieh auch deinen Bauch mit ein, Uddiyana Bandha, sodass du wie ein Powerhouse in der Mitte ganz kraftvoll bist und dich über diese Kraft wieder Wirbel für Wirbel nach oben aufrollst. Lass den Kopf, die Schultern noch hängen. Bis ganz zum Schluss, bis du wieder oben ankommst. Sehr gut. Und da kreis ein paar Mal die Schultern zurück, einfach weil es sich so gut anfühlt. Einatmen, die Schulter heben. Aus, nach hinten, unten kreisen. Kannst auch mal durch den Mund ganz lang ausatmen. Einmal mehr. Sehr gut. Und jetzt kommt eine aktive Rückbeuge. Du hebst einatmen, beide Arme. Lass wieder die Schulterblätter tief zum Becken sinken. Und innerlich heb deinen Beckenboden und zieh den Bauch ein, dass du eine starke Körpermitte hast, über die du dich dann weit nach hinten öffnest. Dein Herz, dein Blick hebst und so alles Gute erwartest, was von oben kommt. Noch eine Einatmung hier. Und dann lässt du die Arme sinken. Gleichzeitig kommt der Kopf nach vorne aus. Jetzt machen wir die Rückbeuge unterstützt mit der Stuhllehne, wenn du denn eine hast. Sonst machst du die Rückbeuge wie eben. Du streckst dich einmal ganz nach hinten über. Du kannst die Arme hängen lassen oder auch mit nach hinten strecken, sodass du die Schulter-Brustöffnung noch erweiterst. Und dann komm auch von hier langsam zurück. Jetzt gehen wir noch in die Rotation, in die Drehbewegung und dazu drehen wir uns jetzt voneinander weg. Du wanderst seitlich auf deinen Stuhl. Ich hoffe, er hat keine Seitlehne. Du musst vielleicht mit den Füßen durchkrabbeln. Und dann drehst du dich zur linken Seite, zuerst den unteren, dann den mittleren Rücken, sieh die Stuhllehne und greif sie rechts und links. Und dann nutze die Stuhllehne als Hebel, um dich ganz sanft weiter hineinzudrehen. Dass du auch den Kopf, den Blick mitnimmst. Und es kann bei der Drehung weniger mehr sein. Es kann sein, dass es dir reicht. Wenn du das Gefühl hast, ich mag das noch verstärken, dann kann die linke Hand schieben, die rechte Hand ziehen.
Darüber schraubst du dich noch so ein Stück weiter hinein, ganz achtsam und langsam. Atme hier komplett aus, dich so ganz ausbringend. Und dann ganz langsam kommst du vom unteren Rücken zurück. Die Brustwirbelsäule folgt. Dann löst du die Hände von der Lehne und dann kommt auch der Kopf wieder nach vorn. Und im Nachspüren hast du vielleicht so den Impuls, dich gleich nochmal nach links zu drehen. Und wir gehen als Ausgleich zur zweiten Seite. Wander also nach rechts. Atme ein, streck dich erstmal lang, wieder diese Wirbelsäulenaufrichtung finden. Und dann mit der Ausatmung dreh den unteren Rücken, die Brustwirbelsäule umfasse, hier die Lehne und dreh dann auch die Halswirbelsäule, den Kopf und blicke so nach rechts. Atme tief weiter, schiebe die Schulterblätter hinab. So diese spiralförmige Energie, die von unten vom Becken aufsteigt, über deine Wirbelsäule bis hinauf zum Kopfscheitel. Und auch hier kannst du den Hebel erweitern. Linke Hand zieht, rechte schiebt und du gehst noch ein Stück tiefer. Und dann lässt du langsam wieder los. Kommst Wirbel für Wirbel zurück zur Mitte. Und wieder nach vorn. Wunderbar. Dann haben wir die Wirbelsäule wirklich in all ihren Möglichkeiten gefordert, gefördert und finden einen Abschluss der ersten Einheit. Nimm nochmal diese schöpfende Bewegung, atme ein und leg die Hände vor dein Herz mit der Ausatmung. Und wir singen ein, um zusammen, trau dich gern. Atme ein. Ja, spür, welche Wirkung deine Yoga-Praxis auf dich hat, wie sich dein Körper jetzt anfühlt. Und dann danke ich dir für dein Interesse. Und bis zum nächsten Mal. Namaste. Ahoi.